Hallo und herzlich willkommen zu Hero Zero. Wieder auf einen neuen Montag. Diese Woche ist allerdings sehr eng alles geplant, deswegen direkt mal hier reinstarten. Wir haben hier jetzt ein Event, das ist heute gestartet. Wir haben 6 Tage und 13 Stunden nun Zeit, um was zu schaffen. Insgesamt muss ich 95 Items finden in Missionen. Und zwar 15 Fan-Buttons, 40 Brotzeit-Brettchen und 40 Schlüsselanhänger. Dazu aber noch muss ich 2-mal den Miesmacher besiegen. Ja, und 70-mal trainieren. Das mit dem Sammeln wird wieder knapp. Das andere... Na, Entschuldigung, das war jetzt nicht geplant. Gut, dass ich jetzt Schluck auf habe. Perfekt. Hervorragend. So. Ja, jede Menge zu tun, jede Menge zu sammeln. Das heißt, die Sachen haben auf jeden Fall Vorrang. Definitiv. So. Direkt mal beendet, weil 21 Minuten kann ich nicht warten. Das dauert zu lang. Das ist viel zu lang. Das kann ich nicht. So, direkt starten. 9 Minuten gut gehen. Ja, muss wohl. 3 Trainingseinheiten. Hey, wer sagt's denn? Die brauche ich ja in Mengen hier. So. Ich habe auch schon heute 2 oder 3 Mal. 2 oder 3 Mal habe ich schon geschafft gehabt. Entschuldigt den Ton. Ich habe auch eine Mission gespielt. Da gab es... Da konnte ich einfach so hier auf dem Flugzeug auswählen und dann habe ich ihn gesehen. Und zwar den Begleiter Kimba. Oh ja, ihr glaubt gar nicht, wie geil ich das finde. So, weiter geht's. Nichts Interessantes. Hier habe ich übrigens auch noch Trainingseinheiten. Das heißt, heute, wenn ich wirklich eilig da dran bin, dann wird das auf jeden Fall was. Aber allerdings habe ich heute das Problem, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich nehme heute mit Lerina endlich wieder Arc Edge auf. Endlich will mein Rechner mit dem ganzen Windows-Update, was ich ja drauf habe, was das ja das letzte Mal kaputt gemacht hat und verhindert hat, dass ich Arc Edge spielen kann. Jetzt funktioniert es wieder. Jetzt geht's. Jetzt heißt es also wieder ranklotzen in Arc Edge. Ich will die Story weitermachen. Ich will da wissen, was da weitergeht und so weiter. Es gab da ja auch wieder Updates und so. Und deswegen, ich muss einfach erfahren, was da los ist. Dass ich verliere, war klar. Ich wollte nämlich auch nicht so hochsteigen hier. Eigentlich will ich schon längst wieder runter in die andere Liga. Die dürfte uns auch besiegen. Nein. Nicht noch mehr Punkte. Okay, so. Und zwar hier bei den Duellen. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Und zwar habe ich vorher die 200.000... Anerfahrungspunkte zu erreichen. Da fehlt nicht mehr viel. Ich denke, das werde ich jetzt aber nicht schaffen. Ich habe das schon öfters vorgehabt. Ich habe es immer wieder schludern lassen aus Zeitmangel. Der Zeitmangel, der hat es immer voll rausgehauen. Und deswegen muss ich jetzt nämlich hier mal ranhalten, endlich. Und jetzt ist es soweit. Und das Casino läuft, glaube ich, auch noch. Oh Mann. Oh ja, das Casino läuft noch. Punkte über Punkte, du. Und noch mehr. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, warte mal. Nee, das wäre schon der 4. Moment. Boah, ein anderes Opfer. Nee, ist zu heikel. Ja. Einmal kann ich noch. Dann sind wir sogar schon fast so weit. Wir kommen gefährlich nahe. Noch 2, 3 Kämpfe. Ja, 2 Kämpfe noch. Dann hätten wir es. Das ist geil. Das ist geil, Leute. Das schaffe ich also heute auch noch. So, einmal schleudern. Geschleudert ist. Und verkaufen. So, den... tue ich aber erstmal, obwohl nein, wartet mal. Den sichere ich mir direkt, aber ich trainiere ja zurzeit den hier aus. Weil es gibt nämlich die HeroCon wieder mit Begleiter leveln
Das heißt, jede Stufe ist ein Punkt für die HeroCon. Und die HeroCon ist heute mal wieder sehr, sehr übel. Und ich gucke mal. Ah, 85 von 100. Wenn wir es reinschaffen, bin ich mehr als zufrieden. Leute, ich bin mehr als zufrieden, wenn wir es da reinschaffen. Ist völlig in Ordnung. Wir sind ein Team, was Spaß mit inbegriffen hat. Kein Zwang oder sonst irgendwas. Bis auf natürlich Banden und Teamkämpfe. Bei beiden melden ansonsten, ne? Und ich achte zurzeit auch sehr drauf, ob einer nur refresht oder eben halt wirklich spielt. Weil diese, die nur refreshen, sich nicht melden oder sowas, die brauchen wir auch nicht. Ja. Aber so wie es aussieht zurzeit, sehr gut. Bin sehr zufrieden. Mir fällt gerade auf, dass wir gar keinen Kampf haben. Das ist jetzt interessanter gerade, ehrlich gesagt. Und wieder 5 in Intuition weiter. Das ist echt geil. Das ist richtig geil. Ich spare jetzt übrigens die Münzen wieder, damit wir für die nächste, ja, Kaufcon, sage ich jetzt mal, für die nächste halt Fertigkeitspunkte. Das hatten wir zwar jetzt erst, aber dennoch, die möchte ich gerne dann wieder gut mitmachen. Das letzte Mal habe ich ja kaum was an Gold gehabt. Jetzt spare ich auf jeden Fall für die nächste und ich habe schon 4,3 Millionen. Und das wird dann ganz gut. Das wird gut. Das machen wir. So, jetzt aber erstmal zu diesen beiden Fußball-Überraschungsboxen. Die hätte ich beinahe vergessen, Leute. Oh, jetzt kriege ich die nochmal. Oh, ist das... Oh, ist das unfair. Ich habe hier schon 6... Nein. Oh, mein Teddy. Ja, ich mag meinen Teddy. Deswegen gebe ich den nicht weg. Trillerpfeife und Helm. Ja, die Trillerpfeife ist ja ganz lustig, aber... Könnte sogar besser sein, wenn wir einen Modifikationsplatz für ein Gadget... Gucken wir doch mal. Haben wir irgendwie sowas für ein Gadget? Das ist für Anzug. Das müsste auch für Anzug sein, genau. Das ist für... Maske. Gürtel. Nächste Seite. Was ist das? Umhang. Was ist das? Schuhe. Maske. Gürtel, Maske, Umhang. Also haben wir nicht. Aber wir könnten, das heißt, wir müssen jetzt hier mal erstmal Platz machen. So. Die schieben wir nach hier unten. Behalten wir erstmal. Ich weiß nicht, was als nächste Con kommt. Und die kommt ja auch schon am Donnerstag. Deswegen behalte ich das jetzt erstmal. Gucken wir hier nochmal kurz. Das brauchen wir noch nicht aktivieren. Jetzt nochmal schnell Versteck. Bevor wir das hier gleich wieder neu starten müssen. Okay, hier ist alles im Gange gerade. So, da noch eine Trainingseinheit. Sehr schön, dann kommen wir heute sogar recht weit. So, jetzt gucken wir mal, welches ist denn kürzer. Ah, die könnte ich verlieren, also gehe ich lieber auf Nummer sicher. Da. Gut, der Raum ist ja fertig. Der ist erst. Also ich habe jetzt den einmal nochmal ausgebaut, und zwar das Loreboard des unendlichen Wissens, damit ich nochmal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriege, damit ich da noch besser mit den Begleiterstufen helfen kann. Dann geht das alles natürlich viel, viel flinker. So, jetzt bin ich drauf aus, den sogar noch auf 20 auszubauen. Also ich will es jetzt so wirklich fertig machen. Ich weiß, ich wollte eigentlich erst das hier fertig machen, aber dann habe ich mir so gedacht, 17 von 20? Ja, und dann habe ich das aber gesehen. So. Das braucht viel mehr als das. Und das bedeutet, da kann ich so einiges an sparen und dann hier ein so rein investieren. Weil hier kommt es schon 1,3 und der dürfte auch schon. Ihr habt auch schon Kosten. Aber die sind eben halt 17 von 25. Da dachte ich so, oh, der ist schneller fertig vielleicht, ne? So. Aber trotzdem komme ich nicht an die Ressourcen. Das heißt, ich muss hier wieder aktiver kämpfen. Beziehungsweise erstmal gucken, dass wir hier die Kiste kriegen. Aber leider habe ich immer das Pech, jetzt immer diese Aussage zu bringen. Das wird ein harter Kampf, ein ganz harter Kampf. Und deswegen...
ne, dauert das alles ein bisschen länger. Aber das hier ist jetzt der Raum, den ich als nächstes fertig haben möchte. Ich habe den hier auch weiter ausgebaut, unsere Verteidigungsstellung. Das heißt, ich habe noch mal ein bisschen mehr Verteidigung. Glaubt mir, es ist wichtig. Seitdem werde ich nicht mehr ganz so oft angegriffen, seit ich den jetzt zweimal erweitert habe. Also, es ist angenehmer. Es ist definitiv ruhiger und angenehmer bis jetzt. Kann ich aber auch nur sagen, jetzt innerhalb von 4 Tagen, wo das jetzt fertig ist oder so. Ansonsten, weiß ich nicht hundertprozentig halt, ne? Ja, das kann ich jetzt erstmal nicht machen. Das ist toll. Und wieder eine Trainingszeit halt fertig. Oh, ist das super. So, auf jeden Fall gucke ich jetzt nochmal ganz kurz alles durch. Da brauchen wir eine Modifikation. Dann können wir gucken, ob das tatsächlich besser ist. Aber meistens ist es das dann. Weil das nur minus 228 ist. Dann plus noch so einen... Weil hier ist nur seltener drin, ne? Noch nicht mal epischer. Das heißt, es kann nochmal... Wow, ja, alles klar. Ja. Hier ist ja auch nur ein normaler... Okay, ich muss mal Gadget und Waffe mal dringend aufwerten, meine Lieben. Aber dann habe ich schon hier die Tröte und dann kriege ich so eine Pfeife. Das ist ja cool. Das ist cool. Ja, das ist cool. Okay, dann das, dann habe ich das. Dann kann ich bald schon mit dem hier kämpfen wieder. Und dann kann ich hier bald drauf. Siehst du, hier habe ich Kampf gerade 2x7 Stück verloren. Ja gut, das Level ist schon ein bisschen höher, ne? Also, ja. Nein, ich will keinen Booster. So, dann. Habe ich hier geguckt? Habe ich geguckt. Habe ich geguckt. Okay, gut. So, hier brauche ich jetzt gar nicht gucken. Das mache ich nur, wenn wirklich die HeroCon ist, zu diesen Sondereinsätzen. Nur dann versuche ich es auch hier. Weil meiner ist nicht dafür geskillt. Ich habe einen ganz anders geskillten Charakter halt und deswegen, das funktioniert nicht. So, ich habe auch nur noch 10 Donuts, aber die will ich nicht für so einen Booster verschwenden. Also theoretisch ist es nicht verschwendet, aber andererseits, ich finde wirklich jetzt immer wieder so eine Boxen. Und das bedeutet, ich brauche wirklich jeden Donut dafür, weil ich diese Boxen irgendwie einfach nicht wegklicken kann. Ich muss sie irgendwie haben. Und da ist es schon wieder fertig. Wunderbar, dann geht es auch direkt weiter. Zack. Und in 2 Minuten 57 Sekunden habe ich schon das nächste. Das ist doch geil. Und in der Zeit habe ich nämlich Gott sei Dank auch diesen Booster. Der hält noch bis zum 12. Das heißt, 3 Tage habe ich noch genügend Zeit, das hier so weit wie möglich zu pushen. Weil dieser Booster Gott sei Dank mir das alles erleichtert ein bisschen. Ah, das ist doch echt super. Das ist gut. Also, oh, 8 Stück habe ich sogar schon hier. 8-mal schon trainiert. Ja, wunderbar. 1/10 habe ich schon. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal eine entspannte Woche. Ein schönes Wochenende dann. Schönes Wetter. Ja, denkt dran, viel trinken. Bei Hitze braucht der Körper viel mehr Flüssigkeit. Also, macht's gut. Tschüss.